Die Dateien-App von Apple kann mit iOS 17 viel mehr als du denkst und daher möchte ich euch gerne in diesem Video ein paar Basics zeigen, aber natürlich auch ein paar praktische Tipps und Tricks. Sollten dich Videos rund um das iPhone, iOS oder Tipps und Tricks interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos zu verpassen. Öffnen wir nun einmal die Dateien-App und hier kommen wir immer direkt nach dem Öffnen zum letzten Standort, wo wir sie verlassen haben und ihr seht auch schon, dass wir hier eben zwischen drei verschiedenen Bereichen wählen können, nämlich zwischendurch suchen, was mehr oder weniger die Startseite ist, dann geteilt, sprich geteilte Inhalte mit zum Beispiel Freunden, Familie oder Arbeitskollegen und ihr habt natürlich auch einen Verlauf, auf welche Daten ihr zuletzt zurückgegriffen habt, welche Daten ihr zuletzt heruntergeladen oder auch hochgeladen habt, all das könnt ihr hier im Verlauf einsehen. Wie aber bereits erwähnt, ist der Durchsuchen-Bereich mehr oder weniger die Startseite und hier seht ihr unter anderem eure Speicherorte, wie in diesem Fall auf meinem iPhone, dann einmal Google Drive, iCloud Drive und so weiter. Darunter haben wir dann Favoriten, die wir hinzufügen können und wir haben auch Tags, das heißt, wir können hier entsprechend Inhalte nach Tags sortieren, zum Beispiel nach farblichen Tags oder nach Bereichen, Arbeit, Uni, Schule, Privat und so weiter. Also da habt ihr eben unterschiedliche Möglichkeiten zu kategorisieren, was natürlich den Überblick auf jeden Fall viel, viel einfacher machen kann. Wie ihr hier oben schon bei den Speicherorten seht, habe ich unter anderem auch Google Drive verknüpft, LexOffice, Adobe Scan oder auch Dropbox und das ist im Grunde ziemlich einfach, denn eigentlich müsst ihr nur diese App auf eurem iPhone heruntergeladen haben, euch angemeldet haben und dann wird das hier direkt auch angezeigt. Sollte das bei euch nicht der Fall sein, geht oben einmal auf die drei Punkte und dann hier einmal auf Bearbeiten, denn hier habt ihr jetzt mehrere Möglichkeiten. Unter anderem könnt ihr hier ganz einfach die Speicherorte verschieben, ihr könnt sie aber auch ein- und ausschalten. Das heißt, sollte ein Speicherort bei euch nicht angezeigt werden, obwohl ihr zum Beispiel die Dropbox oder Google Drive App installiert habt, dann könnt ihr die hier ganz einfach aktivieren. Natürlich könnt ihr auch eure Favoriten und eure Tags bearbeiten, das heißt hier könnt ihr entsprechend Inhalte entfernen oder natürlich auch verschieben, damit ihr einen besseren Überblick habt. Wenn wir jetzt erneut hier auf die drei Punkte tippen, dann seht ihr, dass man zusätzlich noch direkt ein Dokument scannen kann, was man eben in der Dateien-App hinzufügen kann und man kann auch mit Server verbinden auswählen. Das heißt, wenn wir dort drauf gehen und wir haben einen Server, dann können wir hier entsprechend unsere Daten eingeben, um dann zum Beispiel auf unser lokales NAS zuzugreifen. Wie ihr hier sehen könnt, befinden sich auf meinem iPhone einige Dateien, allerdings nicht gut sortiert und daher könnt ihr hier jetzt einfach einmal auf einer Datei gedrückt halten und bekommt dann unter anderem weitere Informationen. Ihr könnt die Datei umbenennen, komprimieren und so weiter und ihr könnt hier unter anderem eben auch Tags auswählen. Wenn ihr dort drauf geht, bekommt ihr hier die ganze Option, verschiedene Tags auszuwählen und ihr könnt natürlich auch neue anlegen, zum Beispiel für die Arbeit, Schule oder Uni. Wie ihr mit Sicherheit wisst, könnt ihr auf eurem iPhone in Safari ganz einfach Dateien wie Fotos, Videos, Musik und so weiter herunterladen und die befinden sich dann direkt hier in der Dateien-App standardmäßig im Downloads-Ordner, wie ihr sehen könnt, werden hier einfach die Dateien heruntergeladen, zum Beispiel PDF-Dateien, Fotos, aber auch Videos und wie ihr den Ordnerzugriff verändern könnt, wo die Dateien gespeichert werden, das zeige ich euch jetzt. Öffnet dazu einfach einmal die Einstellungen und scrollt hier etwas weiter nach unten bis zu Safari. Dort geht ihr einmal rauf und daraufhin erneut etwas weiter nach unten scrollen, denn dann finden wir hier den Bereich Downloads. Dort können wir raufgehen und dann seht ihr auch schon, dass es eben verschiedene Bereiche gibt. Ihr könnt entweder direkt in der iCloud etwas herunterladen, was durchaus praktisch ist. Wenn ihr aber kein Internet habt, dann habt ihr eben auch keinen Zugriff auf die heruntergeladenen Dateien. Daher ist es standardmäßig auf meinem iPhone im Downloads-Ordner. Ihr könnt aber zum Beispiel hier auch Dropbox auswählen oder auch für andere, entweder andere verbundene Dienste oder auch erstellte Ordner auswählen, wo eben die Dateien gespeichert werden sollen. In der Apple Dateien-App könnt ihr eure Daten sicher verwahren, doch auch euer iPhone solltet ihr vor äußeren Einflüssen schützen. Empfehlen kann ich euch da die Casetify Ultra Bounce Cases. Dank dem zertifizierten 10-fachen Militärstandard mit Echo-Shock-Technologie und Ultra-Bounce-Ecken sind Stürze aus bis zu 10 Metern kein Problem. Außerdem wird eure Kamera zuverlässig geschützt und mit dem Lay-on-the-Table-Design liegt das Display nicht auf dem Tisch und kann so auch nicht zerkratzen. Es gibt unzählige verschiedene Designs bei Casetify. Als Harry Potter-Fan gefällt mir das offiziell lizenzierte Gryffindor-Case besonders gut. Aber auch für Serien wie zum Beispiel Rick and Morty gibt es extrem coole offizielle Designs. Wenn ihr aber doch eher auf clean Cases steht, sind auch schwarze, schlichte Modelle im Sortiment vorhanden.
MagSafe ist natürlich auch mit an Bord und es gibt eine hundertprozentige Zufriedenheitsgarantie. Hergestellt werden die Cases je nach Modell übrigens auch aus recycelten oder pflanzlichen Materialien, was ich persönlich sehr gut finde. Wenn ihr euer iPhone oder anderes Smartphone ausstatten und schützen möchtet, dann schaut jetzt auf jeden Fall über meinen Link unten in der Videobeschreibung bei Casetify vorbei. Innerhalb der Dateien-App könnt ihr übrigens auch ganz einfach die unterschiedlichen Kategorien, Dateien und so weiter sortieren, und zwar hier in diesem Fall über die drei Punkte. Dort könnt ihr raufgehen und seht dann die Möglichkeit, unter anderem Dateien auszuwählen. Ihr könnt neue Ordner anlegen, ihr könnt Dokumente scannen, aber ihr könnt hier das Ganze auch sortieren nach Symbolen oder nach Listen, je nachdem, was euch lieber ist. Und ihr habt hier auch die Möglichkeit, wenn wir noch einmal etwas weiter unten schauen, nach Name, Art, Datum, Größe, Tags und so weiter zu sortieren. Also in diesem Fall können wir zum Beispiel nach Art sortieren. Und dann seht ihr, ganz oben werden in diesem Fall die PDF-Dateien gelistet. Dann haben wir hier Fotos, dann haben wir Videos und so weiter. Und wir können hier ganz unten noch einmal die Darstellungsoption auswählen und können dann hier ebenfalls noch nach verschiedenen Gruppen sortieren, was ebenfalls sehr praktisch ist. Wenn ihr zwei Dateien, wie zum Beispiel zwei Fotos oder zwei PDF-Dateien habt, dann könnt ihr diese ganz einfach zu einer zusammenfügen, ebenfalls wieder über die drei Punkte, dann einmal auf Auswählen gehen, dann wählt ihr hier die zwei Dateien aus und unten habt ihr dann hier diese drei Punkte. Dort geht ihr rauf und dann seht ihr sehr viele Optionen, unter anderem hier auch PDF erstellen. Das heißt, ihr geht dort drauf und daraufhin wird eben eine PDF erstellt aus diesen zwei Dateien und so habt ihr die beiden miteinander verbunden. Wenn ihr eine Datei, wie zum Beispiel ein Foto oder auch eine PDF versenden möchtet, diese aber zu groß ist, dann könnt ihr sie ganz einfach direkt in der Dateien-App komprimieren. Dazu erneut hier auf die drei Punkte gehen, auf Auswählen und dann wählt ihr hier die Datei aus. In diesem Fall nehme ich wieder die PDF und dann habt ihr hier unten wieder die drei Punkte. Dort könnt ihr raufgehen und dann findet ihr hier einmal die Möglichkeit, die Dateigröße zu optimieren. Tippt dort drauf und daraufhin wird auch schon eine komprimierte Variante erstellt und das gleiche funktioniert genauso mit Fotos, wenn diese zum Beispiel zu groß sind. Und wenn ihr eine Bilddatei habt, die ihr gerne in einem anderen Format verwenden möchtet, dann könnt ihr das ganz einfach konvertieren. Hier einfach wieder auf die drei Punkte, auf Auswählen, Bild auswählen, etwas nach unten gehen und dann findet ihr hier wieder die drei Punkte und dann hier die Option auf Bild konvertieren zu gehen. Und dann öffnet sich hier auch schon so ein kleines Fenster und ihr könnt dann zwischen JPEG, PNG und HIVE auswählen und so ganz einfach ein Bild konvertieren. Eine weitere wirklich sehr praktische Funktion ist, den Hintergrund eines Bildes zu entfernen. Dazu erneut hier die drei Punkte antippen, auswählen und dann hier das Bild auswählen. Erneut hier unten wieder auf die drei Punkte gehen und daraufhin findet ihr ganz oben auch schon den Punkt Hintergrund entfernen. Dort tippen wir rauf. Und nach einem kurzen Zeitpunkt wird hier auch schon der Hintergrund entfernt und das Ganze funktioniert wirklich sehr, sehr zuverlässig und sehr einfach. Und so habt ihr direkt eine PNG erstellt, die ihr zum Beispiel auf eurem Foto, welches ihr bearbeiten möchtet, verwenden könnt oder als Sticker und so weiter. Wenn ihr nun dieses Bild, was ihr bearbeitet habt, per E-Mail versenden möchtet, in einem Pages-Dokument nutzen wollt oder in einer Notiz, dann könnt ihr natürlich die jeweilige App öffnen und von dort eben auf die Dateien-App zugreifen, um das Bild zu importieren. Ihr könnt aber auch einfach einmal gedrückt halten, das Ganze kurz bewegen und daraufhin könnt ihr auch schon die App verlassen und könnt zum Beispiel hier die Notizen-App öffnen, Pages öffnen oder auch die E-Mail-App öffnen und dann hier einfach wieder loslassen und so eben Dateien hin und her schieben, was ebenfalls extrem praktisch ist. Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieses Videos rund um die Apple Dateien-App angekommen. Und ich hoffe, ich konnte euch hier einen ganz guten Überblick geben, was alles so mit der Dateien-App möglich ist. Wenn es der Fall war, lass jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du Fragen hast, schreib sie mir unten in die Kommentare. Und vergiss nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.